Hallo, liebe Leute. Wir haben gerade wieder gejoint auf diesem Server und ich hatte voll die Farben gerade drin. Dann hat das Spiel registriert, dass ich eigentlich schon tot bin. So war es wieder fast schwarz-weiß. Und gewittert hat es auch gerade, oder? Hat kurz geblitzt, ja. Ach so, und ich habe ein dringendes... Wir sind immer noch auf dem russischen Server, nehme ich an, ja. Ich habe ein dringendes Anliegen, liebe Leute. Aber vorher schauen wir uns mal unten die Base an. Hier hat jemand gebaut. Wie wir es schon gesagt haben in der letzten Folge. Mhm. Also will jemand bauen, ne? Ja, hier ist ein scheiß Standardturm. Nein, hier ist eine Base drin. Ah. Ja. Ja, aber tun wir mal nicht rumspielen dran, weil dann... Wir haben am Ende noch... ist das so? Headshot und so. Bei mir leckt es gerade nicht. Also mich will keiner lecken heute. Oh Gott. Naja. Wollten wir nicht Kamishovolu? Ja. Und irgendwas ansprechen, was uns jetzt in der Pause aufgefallen ist? Ja, ich habe gerade zum Rob gesagt, Rob, ich habe gerade einen Schluck Pepsi Max getrunken. Da fiel mir auf, dass auf der Cola-Flasche nicht mehr Pepsi Max steht, sondern Pepsi Zero Zucker. Also gibt es Pepsi Max auch nicht mehr. Nee. Und dann habe ich gesagt, ich hätte jetzt offiziell Coca-Cola. Also ja. Für die Deckel. Diese neuen Deckel, das ist so der letzte Drecksmove. Kennt ihr die? Die halt an der Flasche bleiben. So war es gedacht. Ja. Furchtbar. Und, aber das nervt wie die Sau. Das nervt ohne Ende. Ich fetze die Scheiße immer ab. Ja, ich mach die auch ab. Das ist doch nicht normal, ne? 20 Jahre lang, ne? Trinkst du? 20? Wie lange gibt's Coca-Cola schon? Länger, oder? Ich geh jetzt von mir aus. Ach so. Ja, also ich trinke 20 Jahre Coca-Cola, mach 20 Jahre lang den Deckel ab und plötzlich geht der Deckel nicht ab. Hängt da so ein Plastifetzen noch dran und ich denk mir, Alter, was ist denn hier los? Reißt das Ding ab, bleiben zwei solche Bibusse übrig. Ja, wo ich mir dann denke, warum? Was ist denn das hier eigentlich? Ist das Haus so zugewachsen? Hier ist ein Rummel. Hä, haben die Kamishovo umgebaut? Ja, kann modseitig sein. Nee, aber wie seht denn ihr das mit den Cola-Deckeln? Also ich finde, die sollten das bitte wieder rückgängig machen, weil es hat keine Zukunft. Also ich kenne keinen, der das so mag. Nö, ist wie das Internet damals, es hat keine Zukunft. In der Arbeit, wenn da jemand sich eine Cola-Flasche aufmacht, siehst du gleich, wie er noch sein Messer aus der Hose zieht und den Scheiß abschneidet, ja. Ja. Wollen wir mal zur Police Station mal looten? Ja, aber mein Blut hat sich gerade so ein bisschen erholt wieder. Wir können es uns ja mal anschauen. Ich muss ja erstmal Zombies wegmachen. Aber seit wann ist denn der Rummelplatz hier? Au! Jetzt habe ich auch noch einen Cut, ey. Der Rob steht hier am Millennium-Rad in Kamishovo. Ich muss mich mal ganz kurz verbinden, ja? Auf dem Rummel war ich auch lange nicht mehr. Rummel? Rummel in the Jungle? Oh, mein Blut ist schon wieder rot. Mann! Ja, Blut ist immer rot, du Hirni. Nee, ich meine, der Bluttropfen ist rot. Gerade wieder ein bisschen Farbe ins Spiel gekriegt. Performance ist nicht die beste hier in Kami. Nee. Ja, könnte besser sein, aber was willst du machen? Es ist halt Daisy. Die Häuser sind ja alle ein bisschen so ein Touch von Pflanzenhaftigkeit. Oh Gott. Darf ich nichts dazu? Touch von Pflanzenhaftigkeit. Touch me now. I wanna feel your body. Oh Gott. Your heartbeat next to mine. Kommst du mich mal helfen? Ich bin an der Police. Yes, I am on the way to you. Also hier steht ein Cop und ein... Was ist denn das? Rumänischer Autohändler wahrscheinlich. ACAB. Police Station war schon wieder nicht so gut. Oh, der Autohändler kommt zu dir? Ja. Der Cop auch? Warum? Ja, nee, du hast Körperverletzung, hat er festgestellt. Ja, stimmt. Alter. Kann dir nicht helfen. Knapp. Ich kann dir Warum einfach nicht. Nee, ich trau mich nicht. Du hast einen Beil. Ja, aber
Das Beil wirkt da wie ein Keil. Ich will kein Keil zwischen euch treiben. Du willst kein Beil zwischen uns treiben? Aber noch nicht mal hier gibt's einen Äpfel. Hier gibt's ja nichts. Wir werden verhungern. Boah, Alter, bei mir leckt's gerade hart, bei dir auch. Ja, bei mir auch. Die Serverstabilität ist hier null. Kannst du kriegen eigentlich. Kann das sein, dass der kleine Restart hat? Kann sein. Kann möglich sein. Also vorhin waren es 60 Minuten. Keine Äpfel, oder? Nee. Das ist schlecht. Oh nein. Was denn jetzt schon wieder? Ich glaube, der kommt zu mir. Ja, der biegt mich ab. Warst du in der Police Station drin? Nein. Da hast du direkt einen Cut. Das ist ja, bei mir auch. Und direkt die Jacke zerfetzt. Ne? Das ist so nervig. Oh, hier ist doch schon wieder einer. Oh, zwei. Och, Mann, Junge. Hey, was ist denn da falsch? So. Mein Bluttropfen ist wieder rot. Alter, wenn du mich nochmal voll laberst. Meiner auch. Hier liegt ein Auto auf dem Dach. Warum? Oh, wow. 0,2 XP. Ja, fürs Verbinden? Ja, 0,2. Ich kenne kein Spiel, was schlechter XP vergibt. Oh, ist wieder schwarz-weiß. Leute, tut mir leid. Müsst ihr das Bild ausmalen. Anhalten und ausmalen. Anhalten, ausmalen. Geht alles. Das sind nochmal zwei Zombies. Oh. Nichts in der Police, oder? Ich weiß es nicht. Pass auf, da stehen zwei Zomboiden. Ich könnte schießen. Nee, du, ich hab da jetzt keine Chance, Alter. Nee. Mein Blut ist völlig im Arsch. Aber der schiebt gleich die Barriere weg dort. Mhm. Ah, dann, ich lock erstmal den anderen, warte, ich pull den mal hier. Ah, der rennt zu dir. Ja, der kommt straight zu mir. Oh, der fliegt weg. Das so hoch. Ah. Steht jetzt auf dem LKW. Ist wahrscheinlich. Wahrscheinlich erinnern sich Zombies an ihr Leben vor der Infektion. Das kann sein. Der wahrscheinlich war vielleicht vorher der LKW-Fahrer hier. Mhm. Und ja, der ist in einer Endlosschleife gefangen, wie so ein Geist, der noch was zu erledigen hat, bevor ja, ne? ins Jenseits flüchten kann oder entgleiten kann. Oh Gott. Hast du schön gesagt. Ja, ich will es ja bloß wie nennt man das? Ich will euch ein Bild erschaffen, dass ihr euch das große Ganze vorstellen könnt. Genau, genau. Gott, Alter. Das große Ganze. Ich kann mir wieder nicht selber zuhören. Das Big, weißt du? Ja, das Big Picture. Können wir bitte weggehen hier? Alter, die Karte ist so, wahrscheinlich müssten wir mal ein bisschen weg von der Küste, oder? Weil hier alles zugebaut ist? Nee, weil das ja alles Spawngebiet ist. Ich nehme noch kurz Muni mit, falls wir doch mal eine Knifte finden. Hast du noch mal was getrinkt? Warum? Ich habe keinen Durst. Achso, gut. Warte mal. Nee, Magazin habe ich keins. Brauchst du für Muni? Für die Colt, was ist denn das? 45er ACP. Habe ich. Oh, meine Nase juckt gerade wild. Oh Gott, nein. Wild? Ich glaube, ich muss danach wieder das Mikro abwaschen. Los, lass uns. Von dannen? Lass uns gleich hier steil hochgehen. Okay. Aber wie gesagt, mein Apfel ist schon gelb. Hast du zur Not noch was? Meiner ist rot. Was willst denn du? Okay. Nie nur dir geht's schlecht, du scheiß Egomane. Ja gut. Entschuldigung, ich hab Hunger. Ich möchte euch ausrasten. Guck mal, wenn ich Hunger hab. Akrost du. Durch. Kommt der Akro in mir durch. Der Akropolis. Oh Gott. Ja, mein Großvater kommt aus Griechenland, wollte ich gerade erzählen. Da haust du den Scheiß schon raus. Dein Spitzname war Akropolis. Oh, gestern gab es lecker Sauerkraut. Ja? Es ist teilweise sehr ungemütlich, jetzt damit leben zu müssen. Gibt's morgen bei mir Bratwurst mit Sauerkraut? Ja, hatte ich auch.
Aber auch nur, weil du mir das gestern erzählt hast. Thüringer Rostbratwurst mit Sauerkraut. Das ist das Geilste auf dem Planeten. Okay, habe ich auch ein Magazin? Nee, dann hätte er das Magazin automatisch reingeladen, ne? Ich setze hier mal jetzt... Na, wir gehen mal nach Rock, oder? Ja. Jetzt mal Marker. Gruppenmarker, den müsstest du eigentlich auch sehen, oder? Ich sehe noch meinen Marker vom Brunnen in 3 Kilometern. Da ist er, 806. Jawohl, ja, sehe ich. Läuft. Ja. Das läuft. Alles, was Informatik angeht, haben wir voll drauf. Man muss direkt gleich wieder so flexen, ja, ne? Alter. Ja, wir sind da bewandert. Also IT ist unser Fachgebiet. Ja, da macht uns keiner was vor. Letztes Mal hat mich auch einer gefragt, ob ich einen zweiten Vorname habe. Ja? Ja. Weil... Ja, also mein Name besteht ja eigentlich aus 2 Vornamen. Ja? Meiner auch. Weil ich das hier oben gerade sehe, Crash, ne? Und da habe ich gesagt, naja, mein vollständiger Name ist eigentlich Rob Crash MC DJ No Diggity Flash Mob. Ja? Ich hab gesagt, meiner ist Big Afanasi Quantum. Mhm. Auch gut. Oh Gott. Und dann habe ich gesagt, ist aber ziemlich lange Namen, habe ich gesagt, ja, ich habe den Namen meiner Großmutter, die hieß nämlich Marianne MC DJ No Diggity Flashmob. Und da war dann schon wieder Ende. Wer hat denn dich das mit gefragt? Mit dir rede ich nicht. Hm? Wer fragt denn dich sowas? Auf Arbeit. Auf Arbeit tatsächlich, Personalbuchhaltung, ich habe ja nur einen Job. Ach so. Und da musste ich meinen Namen angucken und haben gesagt, was davon ist jetzt der Vorname? Wie möchten Sie genannt werden? Nämlich Gott oder Rambo? Rainer Winkler oder was? Rainer Flashmob. Servers restarting in 15 minutes. Das schaffen wir doch, die Folge. In 15 Minuten? In 15 ja, Minutes. Wir müssen die Leute ein bisschen unterhalten, ein bisschen entertainen, heißt. Let me. Sonst schalten die weg. Die Leute haben heutzutage eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, das liegt an TikTok hier. TikTok hat die Menschheit versaut. Ja, es liegt an der Reizüberflutung. Und weil auf TikTok und Instagram die Videos immer nur 1 Minute geben oder gehen. Ja, geht länger auch auf TikTok. Ja, jetzt ja. Aber trotzdem ist die Aufmerksamkeitsspanne bei 1 Minute hängen geblieben. Ja. Genau wie du in der ersten Klasse. Richtig. Und das heißt, wenn ich hier Wiedergabezeit habe, also ne, auf die Videos, sieht man ja in der Analytics, ne? Dann haben so und so viele Leute sich das Video jeweils 1 Minute angeschaut. Ja. So rechne ich das. Und wenn ihr euch fragt, warum bei mir heute schwarz-weiß ist, es ist eine alte Folge, eine sehr alte Folge. Ja, es ist eine alte Folge, bevor es Farbe gab. Ich habe gerade einen Shot gehört. Ein Shot? Da hat gerade einer geshootet. Okay, ich hoffe, der shootet nicht auf uns, sonst bin ich total down, sofort. Im Video werde ich es nicht hören, weil der Rob halt wieder drüber gequatscht hat. Danke. Oh, das kannst du dich noch an die Zeit erinnern, als hier so durch den Wald laufen lebensgefährlich war, Daisy? Ja. Wo du an der Wurzel dir deinen kompletten Unterkörper gebrochen hast? Ja. Ach, die Burg ist ein Zombie. Die Burg ist das, okay. Gibt's aber auch keinen Loot. Guck mal, Zombie ist hier vor dir, ich mach ihn weg. Oh. Die sind schon hardcore unterwegs, oder? Wie die dir gleich straight in reinballern. Ja. Weil wieso kommt die denn zu dir gerannt? Weil sie merkt, bei mir gibt's nichts, oder? Ja, bei mir gab's ein Schellengewitter, da war gleich zu Ende der Film, ja. Ey, wir haben September und August ist dem Server beigetreten. Jetzt hat er ja Zeit. Ja. Oh nee, hier ist alles voll mit Zombies da drin. Ich weiß nicht, ob sich Looten da lohnen würde. Denkst du? Ich setz mal einen neuen Marker. Hm. Okay. Geh mal außen rum, ne? Yes. Ziel werden wir heute wahrscheinlich nicht mehr erreichen. Frag mich immer noch, für was die XP gut ist. Aber viele Server haben das momentan. Hm. Das ist so das neue. Ja. Okay, ja. XP-Belohnung ist das neue Plague. Ja. Oh Gott, was? Oh Gott, nein. Nee, wie kann man das... XP ist das neue Schwarz. Ja, wie kann man das ausdrücken? Na, um den Spielern den Reiz am Spiel zu verbessern... Du, aber jemand, der jahrelang DC spielt, wie wir zum Beispiel, oder viele andere, der hat keinen Reiz mehr in dem Spiel. Nee.
Der macht das nur noch, damit Lebenszeit abläuft. Richtig. Ja, während draußen Wolken vorbeiziehen im Zeitraffer, die Sonne aufgeht und untergeht, sitzen wir hier und spielen DayZ. Das Ganze nur, um euch ein kleines bisschen den Samstag zu versüßen, zu verschönern. Der Rob und ich, wir wollen ja ein Buch schreiben über unser Leben in DayZ. Also genau. Es wird ein Koop-Buch. Mhm. Der Hälfte schreibt der Big, der andere Hälfte schreibe ich. Nein, ihr könnt immer, wenn ihr ein Buch aufschlagt, habt ihr ja links eine Seite, rechts eine Seite. Mein Beitrag könnt ihr immer links lesen und Rob sein immer rechts. Mhm. Ja, und da gibt es sogar ein Lesezeichen dazu, also eigentlich zwei. Und das sieht aus wie ein Rambo-Messer. Keine Ahnung. Irgendwas Kreatives lassen wir uns da einfallen. Ja. Hättet ihr Interesse an so einem Buch? Also sagt es einfach mal. Unser Leben in DayZ, das DayZ-Tagebuch, wird bestimmt ein Bestseller. Ja, dann müssen wir alle Folgen nochmal angucken, dass wir da überhaupt einen Durchblick haben. Eine Timeline haben irgendwie. Ja, das Schlimme ist ja, es geht ja nicht nur um die Folgen auf YouTube. Ich meine, wir haben ja auch so gespielt ohne Aufnehmen. Haben wir auch lange, ja. Ja, und da kommt ja noch einiges dazu. Bevor wir mal gesagt haben, ja, wir wollen die Leute teilhaben lassen an unserer Dummheit. Genau. Ja, monatelang, ja, haben wir ja so DayZ gespielt, immer wenn wir Langeweile hatten, ne? Ja. DayZ angemacht, ne? Ja, oder wenn du gerade mal nicht schlafen kannst, mitten in der Nacht. Da habe ich einen Big angerufen. Hey, DayZ. Also ich habe, wir müssen ja ehrlich sein, ne? Ich habe einfach nur per WhatsApp ein Fragezeichen geschickt und wenn er ein Ausrufezeichen zurückgeschickt hat, war DayZ wahrscheinlich. Ja, da haben wir uns dann im TS getroffen. Genau. Ja, das beste Konversation, Fragezeichen, Ausrufezeichen, fertig. Nee, das hatten wir doch auch schon, oder? Das, ja, das klar. Was war denn da im WhatsApp? Irgendwie eine komplett sinnlose Frage. Okay. Eine komplett sinnlose Unterhaltung. Ja, wie immer. War das dann? Also wir sind wirklich so. Also so wie wir uns hier in DayZ, also sind wir wirklich. Ja, also auch untereinander, ne, behandeln wir uns genauso. Und da kommen manchmal was wir in WhatsApp, man müsste eigentlich den WhatsApp-Verlauf eigentlich auch mal schicken, ne? Manchmal so total sinnlos. Ich lösche den eigentlich immer, weil ich kann das nicht, Rob. Ja, ich weiß. Ne, sobald du dir das dritte Mal durchliest, so viele dann Hände hast du gar nicht, wie du dir über den Kopf zusammenschlagen willst. Dann, ne, ist Ende. Ja. Da schaue ich mir dann stundenlang Facepalm-Videos an. Oh Gott. Okay, ich sag nicht, wie es mir geht. Wie geht's denn dir? Apfelrot. Rote Äpfel sind eine tolle Sache. Das bedeutet, der könnte süß sein. Mhm. Ich habe also süßes Blut. Gibt's aber ja nicht mal Kühe auf der Weide. Aber weißt du, was ich wieder festgestellt habe? Dieses Jahr hat mich wieder keine einzige Mücke gestochen. Was wieder ist denn nicht los? Seit Jahren stechen mich keine Mücken mehr. Bin ich uninteressant für die oder uninteressant geworden? Mögen die mich nicht? Es kratzt an meinem Selbstbewusstsein. Es kann aber auch dein Verhalten gegenüber den Mücken sein, ne? Ja gut, ich bin schon manchmal recht radikal unterwegs. Also nicht recht radikal. Recht so, radikal, ja. Nicht recht radikal unterwegs. Leute, ihr müsst schon richtig zuhören, bevor ihr urteilt. Genau. Ne? Oh, mein Magen knurrt. Mein Knagenmord. Ja, im Fenster vor mir fährt ein junges Mädchen. Hatten wir jetzt mal, oder? Ja, die Fenster Diskussion. Vor mir, ne? City, von City ist das. City, am Fenster vor mir fährt ein junges Mädchen. Genau. Mista. Sind wir schon. Und hier werden wir den Tod finden. Ich denk's. Also wenn wir hier nichts zu essen finden, finden wir den Tod. Es wird ein Charlie Chaplin Tod. In Schwarz-Weiß. So ein Benny Hill Tod. Oh ja, genau, Alter. Da willst du nur noch sterben. Ups. Oh, mein Magen knurrt lauter als der Löwe hinter mir. Der Knagenmord. Oh, ich muss jetzt echt immer die Waffe wegstecken, bevor ich was anderes in die Hand nehmen kann. Ushanga, also ich finde hier nur Klamotten. Könnte man ja auch essen, damit der Hunger aufhört, ne? Stofffetzen? Ja, aber es kann ja nicht angehen hier. Der Owner von diesem Server, der muss ja auch mal ein bisschen an die Leute denken, dass sie auch mal was essen müssen. Kannst du nicht die ganze Zeit verhungern, oder? Hier normalerweise liegt in den Gewächshäusern was rum. Eine Gaskartusche habe ich. Super. Revolver, makellos. Nice. Ja, kannst du dir eine Kugel geben.
Brauche ich 357er Munition? Habe ich. Yes? Yes. Der Revolver ist halt cool, brauchst keinen Mac dafür. Mhm. Dann kannst du 6 Schuss reinladen, ne? Yes. Dann komplett durchziehen. Wie so eine Zündplättelpistole. Kennt ihr das noch? War das war geil. Also, ich weiß nicht, ob es das... Als Kind war ich ja nie in Westdeutschland. Bin ja in Ostdeutschland aufgewachsen und wir hatten so Zündplättchenpistolen. Gab's das in Westdeutschland auch? Ich glaube schon, oder? Aber ja, die natürlich. Wir hatten ja diese Rollen, diese Zündplättchen. Kennst du eh noch, ne? No? Und ich glaube, in Westdeutschland gab's schon so... Magazin, also so wie Magazine, so Ringe oder Streifen, so Ringe, was sie da durchgezogen haben. Später aber auch bei uns dann. Ja, nach der Wiedervereinigung. Gibt ja nichts zu essen. Ja, hier werden wir den Tod finden. Hallo Opi. Außer ein Admin kommt und der will mit uns reden, dann... Ja, ist das doch nur, wenn der Knalli da ist, ne? Ja. Alter, der Zombie, der geht steil. Oh Quatsch. Ich habe gerade eine Dose Bier gefunden. Musst du gleich trinken. Hab ich. Bei Cola ging doch auch der Hunger ein kleines bisschen weg. Also jetzt hier beim Bier ging jetzt auch ein kleines bisschen weg. Leg doch mal die Scheiße ein. Eine Kassette, toll. Ich hab nicht mal ein Radio mit. Kassettenradio? Ja. Oh Gott, ich wollte es auch gerade anfangen. Ja, es ist aber wirklich so, wenn du Radio, also Radio, ne? Sobald du Radio auf Englisch sagst, hast du dieses Lied im Kopf. Radio Gaga, oh. Ja. Wenn, hat nichts mit der Lady Gaga zu tun? Nee, da ist sie noch mit der Glocke um Christbaum gerannt. Ja, Lady Gaga. Kaka. Lady Gugu. GPS. Nimm ich mit. Oh, nice. Was hast du gefunden? Bruder, eine Axt. Geil. Du hast aber ein Beil. Ein großes Hackebeil. Oh, mein Knagen mord schon wieder. Gibt denn hier nichts zu fressen? Den ganzen Dorf, ein Bier in einem Zombie auch noch drin. Ja gut, du musst ja sehen, wie lange ist ein DayZ schon, wie lange gibt es denn das schon? 10 Jahre und wenn da immer Überlebende durchkommen, irgendwann ist halt mal leer, ne? Hm, ja gut, stimmt. Ich meine, bei dem Server steht ja extra No Vibe, ne? Ah ja, na gut, dann, na ja gut, aber du hast ja diesen Respawn. Server Restart hast du ja trotzdem. Den Respawn von Items. Das spawnt dann alles oben im Norden, weil an der Küste haben wir auch nichts gefunden. Deswegen sagte ich ja, wir müssen ja mal die alten Pfade verlassen und uns mit den neuen befassen. Oh, oh wow. Das war wack. Oh Gott. Das war richtig wack. Oh, komm her. Und? Das ist Damen, okay. Nee, war ein bisschen mau. Okay, Robson. Geh mal noch zu der Scheune und dann würde ich sagen, findet das Ganze ein Ende für heute. Mhm. Alles klar. Also schade halt mit die Äpfel. Mhm. Oh. Aber die spawnen eigentlich, aber die wahrscheinlich hat das ausgeschaltet. Um uns richtig hart zu zerficken. Mhm. Aber es ist halt Survival. Warten. Machete. Nee, ein paar Cracker waren noch in der Tüte drin. Die Oma hatte die Cracker, müssen Zombies erlegen. Die haben das fressen. Du, ich habe bisher immer Zombies erlegt und die hatten nichts. Oh Gott. Da hat einmal einer was gehabt, da sagst du, Zombies haben das Essen. Ja, hat nichts. Ich hab meine Machete zurückgelassen. Oh, ich habe schon wieder einen Cut. Nein. Mein Gott, steck doch die scheiß Waffe weg. Früher hat das mal automatisch, wenn du das runtergezogen hast, die Waffe weggesteckt. Geht nicht mehr. Wenn du wieder einen Cut hast, ja, bist du dann der Daniel Katzenberger. 0,2 XP.
Ich suche mal einen Schleifstein. Der kann ja nur hier sein. Jetzt wird es gleich um 9 Uhr, drum gehen wir in die Scheune. Verriegelt und verrammelt? Ja. So halbwegs, lange machen wir es eh nicht mehr. Wieso sind. Achso, das sind ja. Zwei Flügeltüren. Cool. Ich habe mir angewöhnt, im Etagenbett unten auszulocken. Ja, weil du sonst runterfällst. Im schlimmsten Fall. Okay, Leute. Wir danken euch fürs Zuschauen. Ist halt schade, dass wir nichts groß erlebt haben, aber wir befinden ja nichts auf dem Server. Oh, Server Restart. Server Restart, das passt ganz genau. Passt perfekt. Und ja, ob wir dann noch weiterspielen, wissen wir noch nicht. Vielleicht gehen wir wieder auf einen anderen. Wir schauen da mal. Weil wir schauen mal. Es ist halt öd, wenn du gar nichts hast. Richtig. Wir hatten 40 Jahre lang nichts und jetzt geht das so weiter. Jetzt geht das wieder von vorne los, ja. Wir haben wieder nichts. Wir wünschen euch noch ein schönes Wochenende und ja. Viel Spaß. Genau, kommt gut nach Hause. Ciao. Jo, tschüssi.